Und das ist tatsächlich sagenhaft. Jetzt aber Demirel und dann auf der Gegenseite Steffen Hamann, der ein hervorragendes Spiel macht, sowohl in der Offensive wie in der Defensive. DC Collins, der Mann, der ihn Spiel 3 gerettet hat. Und dann der Steal. Von wem? Natürlich von Steffen Hamann. Und jetzt kracht's wieder. Was für eine Vorstellung der Bamberger hier in der ersten Halbzeit. Ein unglaubliches Match der Oberfranken. 50 Punkte in der Höhle des Löwen, in der gefürchteten Max-Schmeling-Halle, wo die Albatrosse über viele, viele Jahre nur eine Handvoll Spiele verloren haben. Da versagen ihnen hier in den ersten 20 Minuten die Nerven. Und Ovis Helmanis legt noch einen nach. Das ist die beste Halbzeit, die Bamberg in dieser Serie bisher gespielt hat. Wahrscheinlich überrascht auch von diesem glänzenden zweiten Viertel, was die Bamberger gespielt haben, wo ihnen wirklich alles gelang. Jetzt ist das nur noch ein fröhliches Ausschwimmen für die Bamberger, die ins Finale einziehen werden. Von den Bambergern Basketball zelebriert wurde. Und da sind sie, die Jubelszenen. Die Bamberger gewinnen und achten sie auf die Höhe 93 zu 68. Glückwunsch an Bamberg. Der König von Franken heißt Dirk Bauermann. Er hat seine Mannschaft perfekt eingestellt. Die dürfen feiern und sind am nächsten Sonntag dann wieder fit. Und gehen als WD, ich finde, Favorit ins Finale um deutsche Basketballmeisterschaft. Die BeKo Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?